Ich bin Ralf Schneider. Ich bin bei der Allianz Group CIO weltweit verantwortlich für die IT der Allianz Gruppe. Allianz ist ein global agierendes Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich mit lokalen Präsenzen in über 50 bis 70 Ländern. Unser Thema dieses Jahr auf dem Petersberg ist A Data State of Mind. Was heißt es bei der Allianz, A Data State of Mind? Finanzdienstleistungsindustrie kennt das Thema Daten, Kundendaten natürlich schon seit über 100 Jahren. Innerhalb einer Versicherung oder Finanzdienstleister sind natürlich die Daten sehr wichtig, State of Mind zu sein, und zwar im strukturierten Bereich. Und hier ist die Herausforderung, die Daten auch wirklich zusammenzubringen. Auf der anderen Seite natürlich der Datenschutz. Das zweite große Thema, wenn nämlich die Kunden vertrauen uns ja ihre Daten an, denken sie nur an an die Krankenversicherungsdaten. Die zweite große Frage oder Herausforderung für die Versicherungswirtschaft heißt nämlich, Daten werden nicht nur strukturiert erzeugt innerhalb von Vertrags- oder Schaden- oder Leistungsdatenbanken, aber die werden erzeugt durch Telefonkontakt, durch Angebots-, durch Beratungsaktionen, aber auch natürlich alle möglichen Daten, die die Kunden im Internet bereitstellen und mit denen man interagiert. Jetzt ist ja die Allianz ein sehr, sehr internationales Unternehmen, sehr, sehr dezentral. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen auch zusammengefasst unter dem ganzen Dach. Was ist Ihr Hauptproblem bei der, ich meine, das sind sehr, sehr stark verteilte Daten. Wie machen Sie es möglich, dass die Daten miteinander reden können und dass sie zur Verfügung stehen, dort, wo sie gebraucht werden? Das Zauberwort bei Daten und Daten überhaupt miteinander reden zu lassen, heißt natürlich Semantik. Wie bekommt man referenzielle Integrität? Also wie weiß man, dass ein Datenfeld mit dem anderen auch wirklich korrespondiert? Die große Herausforderung im Internet oder in der virtuellen Welt ist ja Identität. Woher weiß ich denn genau, dass derjenige, der jetzt gerade die Auskunft gibt, dass derjenige wirklich ist, mit dem man interagiert? Innerhalb eines Unternehmens ist das nicht die Herausforderung. Dort haben wir die Daten natürlich identifiziert. Hier ist eine größere Herausforderung, dass die Daten verteilt, wie Sie schon erwähnt haben, in verschiedenen Datenbanken, zum Beispiel in der Datenbank, die in Autoversicherung, Lebensversicherung, Krankenversicherung. Nur Kunden interagieren ja nicht nur eindimensional nach den Produkten, die wir anbieten, sondern Kunden interagieren mit uns zunehmend als Kunde gesehen und nicht als Produktkäufer. Das Was heißt, ist man braucht eine Kundensicht, eine Kundeninteraktionssicht. Und das ist die große Herausforderung, die verschiedenen Verkaufs-, Beratungs-, Kontaktanlässe so zusammenzubringen, damit man den besten Service und das beste Angebot machen kann. denn diese Kundenansicht, von der Sie jetzt gesprochen haben? Meinen Sie damit, dass die Kunden Ihre Daten sind? Oder meinen Sie, dass wenn der Kunde beispielsweise in der Krankenversicherung sitzt, dass der Berater dann entsprechend die Daten aufbereitet sieht? Das Erste und Wichtigste ist natürlich, was Sie gerade angesprochen haben. Ja, der Kunde kontrolliert seine Daten. Als Allerwichtigstes, ja, er darf seine Daten sehen, zunehmend in unserer virtuellen, auch digital. Er darf seine Daten natürlich als Owner seiner eigenen Daten auf jeden Fall sehen. Und deswegen sollte man auch die Daten seinen Kunden zur Verfügung stellen, wenn er sie will. Das zweite große Thema ist, kann man am einfachsten beschreiben, die neue Erwartungshaltung, wenn ich morgens anrufe, mein Thema sage, meine Frage stelle, habe ich die große Erwartungshaltung, dass sich jemand darum kümmert und mich nicht ein nächster anruft und mir die gleiche Frage nochmal stellt. Oder dann vielleicht auch noch mein Vermittler kommt und die Frage das dritte Mal stellt. Oder auch nichts weiß, dass ich die Frage schon längst gestellt habe. Die große Frage ist also Herausforderung, die Datenflüsse so zusammenzubringen, wie der Kunde sie auch wirklich haben will. Also man muss vom Kunden denken. Man darf nicht von der Datenspeicherung denken. Das heißt im Umkehrschluss, hohes Schutzbedürfnis des Daten auf seine Kunden. Kein Unbefugter darf seine Daten haben, aber auf die andere Seite auch in Realtime eine Antwort und keine Redundanz bei der Nachfrage, wenn ich Informationen schon gegeben habe.
Was sind da in so einem großen Konzern, wenn Sie die drei größten Herausforderungen im Umgang mit diesen Szenarien, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, nennen müssten? Es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten, eine reale Welt in eine digitale Welt abzubilden. Die eine ist, nennen wir mal, relationales Datenmodell und das andere Fuzzy-Logik. Unscharfes Wissen abspeichern und dann mit Algorithmen versuchen, die reale Welt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abzufangen. Die große Herausforderung der Versicherung, Fuzzy in der Versicherung, wenn es um Kundendaten geht, ist nicht, wenn man ab und zu mal die richtigen Daten zum Kunden hat, das geht nicht. Also hier muss man sehr semantisch korrekt sein. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, man muss ein sauberes, semantisches, korrektes Abbild der Wirklichkeit haben. Das bedeutet natürlich, sich auf Datenmodelle zu einigen, ein Abbild der realen Welt zu machen. Wenn das jetzt verteilt ist in verschiedene Produktstränge, verteilt sie über Längengrenzen, müssen Sie sich einigen auf ein Datenmodell, das auch noch flexibel sein muss, nämlich es muss erweiterbar und dynamisch sein. Das kann man nicht einmal festlegen und dann gilt es für immer und ewig. Das ist wenn Sie mich fragen, die größte Herausforderung ist für diese hochsemantisch korrekte Datenwelt innerhalb unserer Datenwelt der Allianz, das dynamisch korrekte, länderübergreifende, wir nennen das spartenübergreifende, produktübergreifende Datenmodell. Was ist denn die Datenwelt der Allianz, wenn Sie das eben so zwei, dreimal so schön gesagt haben, die Datenwelt der Allianz? Die Datenwelt ist natürlich die Objektdaten. Also Kundendaten, Vertragsdaten, Schadendaten, Leistungsdaten, aber natürlich alle Eventdaten, die darf man nicht vergessen, wenn natürlich zum Beispiel ein Telefonanruf kommt. Auch diese sind ganz klare Daten, die natürlich in der Interaktion mit dem Kunden extrem wichtig sind. Also dynamische Daten, Eventdaten mit diesen mehr statischen Daten, Vertragsdaten, Schadendaten und Kundendaten. Jetzt hatten Sie wiederholt das Zauberwort Semantik genannt. Da scheiden sich ja wirklich so ein bisschen die Geister dran. Ne? Was geht nicht? Wo sind wirklich Grenzen? Wo würden Sie sagen, heute stehen wir in dem Bereich wirklich Semantik so zu nutzen, dass wir wirklich sagen, wir binden das in die interne Allianz-Datenbank ein, was vielleicht draußen der Kunde wirklich gesagt hat? Ja, wie die Menschen das schon immer gemacht haben, mit Sprachen und mit Definitionen. Für mich ist es eigentlich relativ einfach. Wenn man ein Datenfeld hat und beschreibt es und benamst es, also gibt ihm den Attribut einen Namen, heißt es noch nicht, dass dieser Name für mich und für Sie das Gleiche bedeutet. Das ist schon mal klar. Deswegen braucht man Normen und Standards, also ISO-Norm, da braucht man nicht mehr viel diskutieren. Wenn man eine Fahrgestellnummer, die ist bis zum letzten Komma definiert. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Dann gibt es, wer kann Identitäten von Menschen vergeben? Das kann nur der Staat durch Geburtsurkunde. Wenn da was schiefgelaufen ist, dann wird es die nächsten 70, 80, 90 Jahre schieflaufen. Also da ist die Identität durch den Personalausweis. Also es gibt sehr semantisch sehr strikte Definitionen. Und dann wird es fassig, wie die Sprache immer. Damit muss man umgehen lernen. Ich würde aber so weit gehen, am Ende aller Tage kann man semantische Probleme nur lösen in der Interaktion zwischen Menschen. Also Interaktion. Die Menschen müssen dann interagieren und müssen nachfragen, ob sie es richtig verstanden haben. Deswegen denke ich, die Zukunftsszenarien der Semantik in Datenbeständen wird eine Hybridlösung sein. Garantiert. Was meine ich damit? Sie werden anfangen, zukünftig mit jemandem zu sprechen und gar nicht merken, dass das ein Computer ist. Und wenn der nicht mehr weiterkommt und in der Interaktion man merkt, dass sie nicht mehr mit dem Computer sprechen, dann wird man umschalten auf einen Menschen. Die große Kunst wird aber dann sein, diesen Handover richtig hinzukriegen, dass der natürlich auf der gleichen Ebene aufsetzt wie der Computer, also die Vorgeschichte kennt oder so zur Verfügung gestellt bekommt, damit er nahtlos aufsetzen kann. Da bin ich mir sicher. Und wir werden alle miteinander verblüfft sein, wie viel Qualität man auch aus
maschineller Semantik bekommt. Es wird verblüffend sein, ich bin ganz sicher. Ja, ich bin ganz sicher. Es wird aber noch dauern. In unserem Vorgespräch, in dem Telefonat, hatten wir auch gesagt, dass Datensicherheit in dem ganzen Ensemble eine große Rolle spielt. Welche Vorkehrung, welche Strategie gilt da bei der Allianz? Ich denke, das ist einer der meist unterschätzten Themen. Vielleicht sind wir da als Versicherer die Rufer in der Wüste, weil wir es halt schon seit 110 Jahren, bei der Allianz 121 Jahre, kennen, dass man mit den Daten sehr genau umgehen muss und genau wissen muss, wessen Daten man wirklich hat. In der virtuellen Welt gibt es meiner Meinung nach nur eine Lösung, wie man überhaupt noch Identität darstellen kann, das ist der neue Personalausweis. Das ist schon mal das allererste. Wer interagiert eigentlich mit wem? Und alle diejenigen, die zum Beispiel mit der Allianz über den neuen Personalausweis interagieren, sich einloggen, sich identifizieren, haben zwei große Vorteile. Sie können nämlich der Allianz zeigen, das ist der Ralf Schneider und kein anderer. Nur Ralf Schneider geht jetzt gerade auf dieses Bankdepot oder auf diese Lebensversicherung. Und umgekehrt weiß man auch mit dieser Identität, dass die Allianz auch wirklich die Allianz ist, die da in dem Handelsregister eingetragen ist. Also was man braucht, ein Abbild der realen Welt in der virtuellen Welt. Und das können nur praktisch Obrigkeiten machen, wie Handelsregistereinträge oder natürlich Geburtseinträge. Und dann hat man die Identität. Anders geht es nicht mehr. Auf der Identität setzt man dann auf, dass erstmal die Identität geschützt werden muss, die persönlichen Daten dieses Kunden. Der Kunde muss die absolute Kontrolle über seine Daten haben. Das bedeutet für uns innerhalb der Allianz, er weiß, wer auf diese Daten zugreifen darf und und wofür diese Daten benutzt werden. Also Sie können zum Beispiel keine Gesundheitsdaten nutzen, um ein neues Medikament zu entwickeln. Geht nicht. Wissen wir schon seit 70 Jahren. Fragen Sie mal, ob das alle bei Google, Facebook und Amazon wissen, dass man das nicht macht. Also hier gibt es sicherlich riesen Herausforderungen, sowohl technologischer Art, dass man einfach schützt, dass kein Unbefugter einbricht, aber auch intern, dass Daten den Kunden gehören und deswegen nicht zu allen und jedem genutzt werden können. Und ein hohes Gesetz ist immer nur mit Einverständnis des Kunden. Mit Wissen, mit Kontrolle des Kunden und mit Einverständnis des Kunden. Es war auch noch ein Punkt, den wir im Vorgespräch hatten, die rechtlichen Rahmenbedingungen, an die Sie gebunden sind und die ja international auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Genau. Inwieweit sind das, ich sage jetzt mal, Hindernisse für das Handling von Daten oder inwieweit sind es Einschränkungen oder Möglichkeiten bei so einem Riesenkonzern wie der Allianz? Also in Deutschland und der Datenschutz in Deutschland hat natürlich eine große Tradition. Unser Datenschützer, zum Beispiel kenne ich den schon seit meinem ersten Tag in der Allianz, das ist ganz hoch aufgehängt bei der Allianz. Also Datenschutz ist in Deutschland hochprofessionell. Ich würde sagen, gibt es sicher noch ein paar andere Länder, aber da ist Deutschland, wie heißt es schön neudeutsch, am Leading Edge. Das heißt natürlich für Technologen manchmal Schwierigkeiten. Also sie testen, ein ganz einfaches Beispiel, testen dürfen sie nicht mit echte Daten, sondern man testet neue Systeme mit verschlüsselten Daten, also oder korrumpierten Daten, dass man die dann. Warum macht man das? Damit die Tester halt nicht die echten Daten der Kunden sehen. Ja, ist eine kleine, feine Facette, ist ziemlich aufwendig, würde einfacher sein, wenn man einen kleinen Abzug einer produktiven Datenbank macht. Mhm. Geht nicht, ist klar nachvollziehbar und dann machen wir es halt auch nicht. Aber für einen Techniker wäre es natürlich einfacher, er würde das machen, würde ihm einfach Geld sparen. Ja, bräuchte nicht zu verschlüsseln und so weiter. Ich denke aber, da das so ein hohes Gut ist, investiert man das auch rein. Das Problem wird, kommt nur dann immer, wenn ein anderer Wettbewerber oder ein anderes Land das nicht machen muss. Dann kann er natürlich preiswerter den gleichen Service anbieten. Weil das muss man erstmal rüberkriegen beim Kunden, dass man gewissenhafter oder datenschutzkorrekter mit den Daten umgeht. Einfaches Beispiel.
was sich Apple erlauben kann, kann sich keine Allianz erlauben. Also so, Apple hat ja sich mal, oh, hoppala, haben wir doch tatsächlich die Bewegungsdaten unserer Kunden zentral gespeichert. Ja, das ist ein No-Go. Also in Deutschland, wenn das Unternehmen wäre, ich glaube, die hätten zumachen müssen. Das geht aber durch die rechtlichen Dinge, weil Apple ein amerikanisches Unternehmen ist und die Kunden natürlich nicht die Datenschutzklauseln unterschrieben haben und, und. Das sind wir wesentlich strikter in Deutschland. Tja, und das nehmen wir dann auch wahr. Führt es zu definitiven Wettbewerbsnachteilen? Ja, definitiv. Manches kann man nicht machen. Die Frage ist bloß der Nachhaltigkeit des Wettbewerbsnachteils. Meine These hieß ja auch, es wird ein Wettbewerbsvorteil in Zukunft, wer sich mit Identität und Datensicherheit und Datenschutz auskennt. Man muss fair sagen, im Moment ist es noch nicht so. Nur wenn Sie im Internet reingehen und interagieren und Sie würden dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% betrogen, dann wette ich, dann kippt das Ganze. Im Moment werden Sie halt mit einer Wahrscheinlichkeit 1 zu 10.000 betrogen und dann... Was auch exorbitant hoch ist. Ja, ich weiß es noch nicht einmal, aber es ist mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit, aber es werden welche betrogen, aber so sind die Menschen. Wenn noch nicht zu viel passiert ist, dann nehmen Sie es auch noch nicht so wichtig. Aber wenn das immer schlimmer wird, dann wird es um Identität gehen, dann wird es um Sicherheit gehen, dann wird es um Verlässlichkeit. Also alle unsere Werte, die die Allianz hat, also dann kommen wir. In der Zwischenzeit dürfen wir diese Werte aber nicht opfern, ich sag mal, für die schnelle Mark. Meine vorletzte Frage geht in die Richtung diese ganzen, wir hatten vorhin schon mal so kurz drüber gesprochen, Sie hatten es Fuzzy genannt. Mhm. Es gibt viele Daten, die halt irgendwie nicht so greifbar sind wie in der ISO-Norm oder so. Das wird ja jetzt verstärkt durch, ich sag mal, Social Network Daten, ja, die zur Verfügung stünden über Kunden. Inwieweit spielt das in der Strategie der Daten bei der Allianz eine Rolle? Ja, das Sachen wie Facebook, Google, also Profile erstellen von Kunden. Ich meine, das sind ja alles Sachen, die heute gemacht werden, ne? Die auch irgendwo in diesem Bereich Semantik mit reingehören. Sind das Sachen, mit denen Sie sich bei der Allianz auseinandersetzen schon? Ja, also das ist natürlich der Riesenthema der Zukunft. Stellen Sie mal vor, man kann dieses Fuzzy, gibt es ja in allen anderen, in allen Dingen. Sie rufen an. Sie haben einen Unfall oder Sie beschweren sich gerade, weil Ihre Lebensversicherung nicht korrekt ausbezahlt wurde. Oder Sie sind ganz nervös dadurch, weil gerade ein Angehöriger gestorben ist und Sie müssen sich jetzt praktisch um die ganzen Auszahlungen der Lebensversicherung kümmern. Ist es jetzt ein Profiling, wenn man jetzt schon bei der Stimme erkennt, dass das eine besondere Situation ist und man schaltet praktisch denjenigen zu dem, der das am besten managt? Ja? Weil wir haben nicht jeden, der einen schweren Schaden jetzt rüber vermitteln kann und mit dem kommuniziert. Also Sie reagieren als professionelles Unternehmen auf Fuzzy. Immer, schon immer. Die meisten Menschen machen das intuitiv, aber man kann es heutzutage halt auch mit Datenunterstützung machen, mit dem Wissen über die Person. Das nächste, hat einer wenig Zeit, weil sie das im Internet erkennen, der hat gerade angerufen und sie wollen ihm aber die valide Information geben und ihm nicht erstmal 20 Fragen stellen. Ist es dann, Profiling oder sonst was, wenn man was weiß, welche Hobbys er hat, weil er sie im Internet dargestellt hat? Ich glaube, die Kante ist die, wenn jemand bewusst Daten zur Verfügung stellt, bewusst, dann sollte man als Unternehmen diese Daten auch fuzzy nutzen. Wenn er sie unbewusst zur Verfügung stellt, dann ist die rote Linie für unser Unternehmen, dann sollte man diese Daten nicht benutzen. Weil er hat ja nicht mehr die Kontrolle über seine Daten und dann ist es ein Problem. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also dass derjenige,
der Kunde das Gefühl hat und auch das Wissen hat, dass seine Daten nicht missbraucht werden. Ich habe dieser Tage ein Szenario gelesen, ich glaube das war 2030 oder so, ne? Hieß es, dass ich das Individuum, ne, zu Hause am Rechner quasi sein Datenprofil hat, da ist über mich, was weiß ich, alles Mögliche drin, ne? Und ich als Person sagt dann so, die Allianz darf jetzt das sehen, ne? Die Deutsche Telekom darf das sehen, meine Krankenversicherung darf das sehen. Das heißt, ich als Person habe wirklich die Hoheit über meine Daten und schalte das dem jeweiligen Unternehmen oder Dienstleister oder wie auch immer frei. Es spielen solche Szenarien eine Rolle heute schon in Ihren Überlegungen? Ja, ja, das ist die tolle Ambivalenz des Menschen, aber deswegen lieben wir ja alle Menschen, weil sie ambivalent sind. Auf der einen Seite volle Kontrolle über ihre Daten, auf der anderen Seite geben sie alle Daten raus oder machen was nicht mit. Nehmen wir den Personalausweis, da ist es der Anfang, genau in der Richtung. Nämlich, dass sie nur ganz wenige Daten gespeichert auf dem neuen Personalausweis. Und dann hat man bei jedem Login, sagt man auch noch, genau welche Daten werden jetzt zur Verfügung stehen. Brauche ich jetzt das Geburtsdatum, brauche ich es nicht, nur den Namen, gebe ich die Anschrift noch weiter. In der Interaktion, nicht nur praktisch allgemein, sondern in der Interaktion sage ich, welche Daten von mir im Moment. Und man muss ja auch fair sein, manche Dinge will man ja nicht mit voller Identität machen. Ist menschlich, ja, ist okay. In ein Schaufenster will ich auch mal reinschauen, ohne dass ich gleich sage, wer ich bin und so weiter. Ich will mir es halt einfach nur anschauen. Das kennt man ja auch beim Einkaufen in der realen Welt. Man will nicht immer sich outen und sagt dann zum Verkäufer, nee, ich schau nur mal. Und sowas gibt es auch in der virtuellen Welt. Aber wenn man in die Interaktion, in die wirklichen Daten, brauchen beide Seiten, wichtig ist aber beide Seiten, die Kontrolle über ihre Daten. Der Verkäufer natürlich auch, damit er weiß, an wen verkauft er denn jetzt das Produkt. Wir denken Sie mal, weil manche Lebensversicherungen dürfen wir gar nicht verkaufen an jemanden, wenn wir nicht genau wissen, woher das Geld kommt. Ne? Gibt es sowas wie Geldwäschegesetz? Also da müssen Sie genau sagen. Also hier gibt es sehr viel, aber ich denke, in Deutschland sind wir perfekt aufgestellt. Wir müssen es nur spielen und das Bewusstsein in die Menschen bringen, wie wichtig zum Beispiel so ein neuer Personalausweis. Natürlich das Bewusstsein auch in die Unternehmen. Klar, es kann keine Einbahnstraße sein, da müssen die Unternehmen natürlich das auch anbieten. Mhm. Ja? Okay, meine letzte Frage wäre jetzt noch, was können die Besucher auf dem Petersberg von Ihnen erwarten in den 8 Minuten? Was werden Sie denen so als Summary von dem, was wir jetzt auch gesprochen haben? Also erwarten auf dem Petersberg kommt eigentlich eher ein bisschen von meiner Seite. Ich erwarte mir, dass es eine interessante und spannende Diskussion wird. Also wie gehen wir mit Daten in der Zukunft um? Wo stehen die großen Herausforderungen? Welche Technologien werden uns helfen? Das ist spannend für mich. Und vor allem, wie funktioniert es auf globaler Ebene? Weil Daten machen vor Ländergrenzen, vor Zeitgrenzen nicht halt. In Millisekunden sind sie an jedem Ort dieser Welt. Und das ist eine faszinierende Herausforderung, wie man damit umgeht, zumal mit neuen Medien wie Social Media auch diese Daten relativ schnell Resonanzen finden können, die nicht mehr kontrolliert werden kann. Und wenn meine Hauptthese oder Hauptdiskussion ist, wie schafft man, dass man Daten und Informationen sind nicht mehr kontrollierbar, aber schützbar. Sie sind aber nicht kontrollierbar. Also wenn man Daten rausgibt, sind sie draußen. Das muss sich jeder bewusst machen, der Endkunde, aber auch alle anderen Geschäftspartner. Wenn man Daten rausgibt, sind sie draußen. So, aber man kann sie sehr wohl schützen.